Vor langer Zeit verbreitete sich die Nachricht um einen wunderbaren Lehrer in Jerusalem. Es war Jesus, der Sohn Gottes. Er half Menschen, die krank waren. Er ermutigte Menschen, die alleine waren. Er beantwortete ihre Fragen und berichtete ihnen von Gott. Jesus reiste von Ort zu Ort. Und wo immer er hinkam, wollten die Menschen hören, was er zu berichten hatte. Wisst ihr, die Engel der Kinder sind Gott im Himmel immer besonders nahe. Bitte, berühre mein Baby. Bete für mein Kind. Nein, geht fort. Einer von Jesus' Jüngern war verärgert. Seht ihr nicht, dass Jesus zu beschäftigt ist, um seine Zeit mit Kindern zu verschwenden? Wartet. Meines Vaters Königreich gründet sich auf Menschen, die vertrauen und lieben, wie die Kinder es tun. Für Gott ist jedes Kind ein ganz besonderer Schatz. Als mein Jünger müsstest du wissen, dass ich mich niemals von Kindern abwenden könnte. Es tut mir leid, Jesus. Hier. Bitte, komm zurück. Es war mein Fehler. Jesus wird eure Kinder segnen. Jesus war niemals zu beschäftigt, für wen auch immer, ob jung oder alt, krank oder gesund. Lehrer! Wenn du wirklich alle Antworten kennst, sag mir, wie kann ich in den Himmel kommen? Du hast Gottes Gesetze studiert. Was glaubst du selbst? Nun, es besagt, ich soll Gott von ganzem Herzen, Geist und mit aller Kraft lieben. Und ich soll meine Nächsten und alle Menschen so lieben wie mich selbst. Das ist richtig. Aber warte, ich verstehe alles bis auf den letzten Teil. Wer sind meine Nächsten und wie kann ich andere lieben? Was gibst du mir zur Antwort, Jesus? Die Geschichte eines jungen Mannes. Er verließ Jerusalem und machte sich auf den Weg nach Jericho. Der junge Mann achtete sorgsam auf sein Geld, wie sein Vater es ihm immer gesagt hatte. Und dann trat er die Reise an. Morgen. Guten Morgen. Auf seinem Weg grüßte der Mann andere Reisende, unter ihnen auch einen Priester aus dem Tempel. Habt eine gute Reise. Das wünsche ich dir auch. Als er seine Reise fortsetzte, traf er einen weiteren Reisenden, einen Leviten. Leviten halfen den Priestern im Tempel.
Danke, hab Dank, mein Freund. Und eine gute Reise. Danke, du auch. Mit der Zeit sah der Reisende immer weniger und weniger Menschen auf der Straße. Ich bin also nicht alleine. Was für ein schöner Vogel. So einen Vogel habe ich schon mal gesehen. Oh, Papa! Können wir die Vögel ansehen? Das tun wir doch immer, Sohn. Oh, Papa, liebst du die Vögel nicht auch so sehr? Lieb die Vögel! Liebe die Vögel! Nun komm, deine Mutter hat uns Mandeln fürs Abendessen kaufen geschickt. Sie leben von uns aus die Straße hinunter, nicht wahr? Ja, sie sind unsere Nachbarn. Es sind gute Leute. Oh, Papa, schau! Wer ist dieser Mann? Er ist nicht aus Jerusalem. Er stammt aus Samaria. Das ist ein Samariter? Bleib hier, Junge. Samariter sind nicht wie unsere Nachbarn. Sie sind unsere Feinde und verdienen kein Vertrauen. Der Junge war gelehrt worden, alle Fremden zu fürchten. Denk immer daran. Hüte dich vor den Samaritern. Hüte dich vor den Samaritern. Der Reisende war völlig allein auf der Straße, als ein Fremder auftauchte. Er hatte Angst, denn sein Vater hatte ihn immer ermahnt, Menschen von fremden Orten nicht zu trauen. Aber der Fremde tat ihm nichts zuleide. Hallo, kleiner Freund. Hier ist etwas Süßes für dich. Oh, entschuldigt, ich habe euch nicht gesehen. Einen guten Tag, Fremder. Wie geht es dir? Hallo. Kommt ihr aus Jerusalem? Ach, das ist eine Erleichterung. Es ist gut, so weit von zu Hause Nachbarn zu begegnen. Au, du hast einen festen Händedruck, Freund. Ach, das war doch noch gar nichts. Schnappt ihn! Was macht ihr denn? Hört bitte auf! Nein, halt, bitte! Warum tut ihr das? Wir sind Nachbarn! Jetzt gib uns all dein Geld, Nachbar! Verschwinden wir von hier! Die Diebe nahmen das Geld und den Schmuck des Reisenden und beinahe auch sein Leben. Thank you.
Oh. Hilfe! Kann mir jemand helfen? Aber niemand hörte seine Hilferufe. So versuchte er zurück zur Straße zu kriechen. Reisende lag stundenlang im Graben. Da kommt jemand. So ein Glück. Es ist der Priester. Er hilft mir. Ich bin so müde. Der Reisende brauchte Hilfe, aber er war zu schwach zum Rufen. Was ist das? Oh, du meine Güte, jemand sollte dem armen Mann helfen. Der Priester ging auf der anderen Straßenseite an dem Reisenden vorbei. Oh, der Priester. Wo ist er hin? Bitte. Wie der Priester zuvor ritt der Levit auf der anderen Straßenseite weiter. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Kann mir nicht irgendjemand helfen? Am späten Nachmittag war der arme Reisende sehr schwach geworden. Hallo, kleiner Freund. Ich fürchte, ich werde die Nacht nicht überstehen. Sag mir, Gott, wo sind meine Nächsten jetzt, da ich sie brauche? Bei Sonnenuntergang kam ein weiterer Reisender die Straße hinunter. Da kommt jemand. Oh nein! Ausgerechnet, wo ich so dringend Hilfe brauche, kommt ein Samariter des Weges. Vielleicht hat er mich nicht gesehen. Wer ist da? Oh nein!
Was ist dir geschehen? Ach, was auch immer, du brauchst Hilfe. Ich bin gleich zurück. Er kommt nicht zurück. Das ist Medizin für deine Schnitte und Kratzer. Das sollte helfen. Ich verstehe das nicht. Ich werde dich für die Nacht an einen sicheren Ort bringen. Aber wieso? Du bist ein Samariter. Ah, dann hast du mein Volk bereits kennengelernt. Reisende, die vorbeigingen, trauten ihren Augen nicht. Ein Samariter half einem Israeliten. Sprich nicht. Spare deine Kraft für die bevorstehende Reise. Ich hoffe, es tut nicht allzu sehr weh. Der Samariter führte seinen Esel zu einem kleinen Gasthof. Hatte er einen Unfall? Geht es ihm gut? Nein, wir müssen ihn hineinbringen. Ja, sicher. Der Mann, er lebt. Ja, ich habe ihn auch gesehen. Aber wer ist da bei ihm? Hey, es ist ein Samariter. Aber kein Samariter würde einem Israeliten helfen. Oder doch? Nun ruh dich aus. Die ganze Nacht hindurch kümmerte sich der Samariter um den verletzten Mann. Er sieht schon viel besser aus. Ich muss meine Reise heute fortsetzen. Nimm dieses Geld und bezahle damit alles, was er braucht, bis ich wieder zurück bin. Wenn ich zurückkomme, bezahle ich dich für alle anderen Ausgaben. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ich sehe dich in einigen Tagen. Ich fragte Gott, wo meine Nächsten waren, als ich sie brauchte. Er hat mir die Antwort gegeben. Und der Samariter tat, wie er versprochen hatte. Ein paar Tage später brachte er den Reisenden zurück nach Jerusalem. Who is my neighbor? You are my neighbor. I can clearly see. That a neighbor is a friend reaching out to me. Who's my neighbor? You
were my neighbor, now we both agree that a neighbor is a friend, helping friends in need. Look for a neighbor, he will be the one, always standing by your side when the day is done. Look for a neighbor, he will be the one, always standing by your side when the day is done. Who's my neighbor? You are my neighbor. Hand in hand we go, hand in hand we go, helping strangers we may meet along the winding instead of your eyes. The neighbor you find will be a big surprise. Look for a neighbor, he will be the one, hand in hand we go, always standing by your side when the day is done. Look for a neighbor, he will be the one, always standing by your side. Nun, sag mir, wer war des Reisenden Nächster? Der Priester? Der Levit? Oder der Samariter? Oh, das ist einfach. Derjenige, der für ihn gesorgt hat. So wie wir alle es tun sollen. Anderen Freundlichkeit zeigen. Liebe nicht nur deine Familie und deine Freunde. Liebe alle Menschen, besonders jene in Not. Lebe dein Leben wie der barmherzige Samariter. Das werde ich. Lass mich dir helfen, junger Nächster. Die Geschichte, die Jesus an diesem Tag erzählt hatte, verbreitete sich in die Welt. Und heute wird ein Mensch, der anderen in der Not hilft, barmherziger Samariter genannt. Vor langer Zeit im fernen Jerusalem kam ein ganz besonderer Besucher in die Stadt. Sein Name war Jesus. Er erreichte die Stadt an einem wunderschönen Sonntag im Frühling. Was ist denn los? Wo gehen denn alle hin? Habt ihr es nicht gehört? Er ist es! Er ist hier! Er ist endlich hier! Oh, wer? Wer ist hier? Der König! Kommt schon! Der König? Komm, gehen wir! Da ist er! Da ist Jesus! Wo? Doch nicht der auf dem Esel, oder? Der König? Auf einem Esel? Er sollte auf einem goldenen Wagen fahren, der von prächtigen Rössern gezogen wird. Seid ihr sicher, dass er ein König ist? Er sieht so gewöhnlich aus, wie einer von uns. Er sieht vielleicht gewöhnlich aus, aber hast du gehört, was er getan hat?
Er hat ganz erstaunliche Dinge vollbracht, um den Menschen zu helfen. Selbst wenn Jesus sehr beschäftigt ist, nimmt er sich die Zeit, die Kinder zu segnen. Da war ein Bettler, der Zeit seines Lebens blind war. Jesus berührte ihn und wisst ihr, was geschehen ist? Der Blinde konnte wieder sehen. Und das ist noch nicht alles. Ich hörte, Jesus ging zu einer Hochzeit und sie hatten nicht genug Wein. Also nahm er Fässer voll Wasser und hat es in Wein verwandelt. Wasser in Wein? Das ist doch gar nichts. Ich hörte, er kann auf dem Wasser gehen. Oh, unglaublich. Was für ein Wunder. Ein echtes Wunder. Macht Platz! Ich glaube, er kommt. Macht Platz! Oh. Ah. Oh. Komm, Eselchen. Du bist ein guter Esel. Komm schon. Oh. Guter Gedanke, Andreas. Wo möchtest du hingehen, Jesus? Gehen wir zum Tempel. Ich freue mich, zur Gebetsstätte meines Vaters zurückzukehren. Auf zum Tempel! Kommt mit! Hier entlang! Es war ein anstrengender Morgen. Der Tempel wird ruhig und friedvoll sein. Oh, es ist gut, es ist gut. Es wird niemanden stören. Bringt den Esel ruhig mit in den Tempel. Du sagtest, dies sei ein Ort der Verehrung. Je mehr Geld ihr hier lasst, desto größer der Segen. Dies sollte ein Haus der Verehrung sein, nicht des Geldscheffelns. Seht, hier geht es zu wie auf einem Bazar. 15! Gib mir 15! Das ist das letzte Wort! Verschwindet hier! Sofort! Kommt, wir gehen. Nicht alle waren erfreut, Jesus zu sehen. Einige Priester des Tempels waren sehr eifersüchtig, weil alle Menschen Jesus mehr mochten als sie. Sie glaubten nicht, dass er der König war. Du erzählst uns immer von diesem wunderbaren Ort namens Himmel. Aber wie können wir dorthin gelangen? Vertraut auf Gott und auf mich. Liebt Gott von ganzem Herzen. Und liebt euren Nächsten wie euch selbst. Vergebt den Menschen ihre Fehler. Gebt den Hungrigen zu essen. Und den Durstigen zu trinken. Wenn jemand Hilfe braucht, hört ihr bitte auf zu drängeln? Wir wollen alle hören, was Jesus zu sagen hat. Ist schon gut, Petrus. Jemand hat mich berührt. Wer war das? Hier sind so viele Leute. Ich weiß es nicht. Wer war es? Wer hat mich berührt? Ich war es. Ich bin seit vielen Jahren krank. Ich wollte dich berühren, um gesund zu werden. Nun bist du gesund und kannst in Frieden gehen. Ich danke dir. Indem ihr mich beobachtet und zuhört, was ich sage, lernt ihr das Himmelreich zu erschließen. Liebt einander, ob arm oder reich. Aber am meisten will ich, dass ihr lernt, eure Feinde zu lieben. Judas, einer von Jesus' Jüngern, war verwirrt. Er folgte Jesus schon lange Zeit, aber er verstand immer noch nicht, wie er jedermann lieben sollte. Er war auch deshalb verwirrt, weil er gern Geld hatte und immer mehr haben wollte. Oh, ich weiß, ich habe es hier verloren. Verzeihung, ich habe Geld verloren. Hast du meine Münze gesehen? Steht etwa dein Name darauf? Eines Tages entschied sich Judas, etwas sehr Schlimmes zu tun. Wollt ihr wissen, wo ihr Jesus finden könnt? Ja! Wer bist du? Ich bin einer seiner Jünger, Judas. Ich kann euch zu ihm führen. Für seinen Preis.
Ja, führ uns zu ihm. Er verursacht nur Schwierigkeiten. Das Volk mag ihn mehr als uns. Wir müssen ihn aufhalten. Was bekomme ich, wenn ich euch sage, wo er ist? Wie ist das? 30 Silberstücke. Keine Sorge, niemand wird erfahren, was du getan hast. Also gut, wir sind im Geschäft. Oh. Ich komme bald zurück und führe euch zu Jesus. An diesem Abend lud Jesus seine engsten Anhänger, die Jünger, zu einem besonderen Abendmahl. Hallo, willkommen Petrus und Andreas. Willkommen Jakobus, Johannes, Philippus und Bartholomäus. Hallo Thomas, Matthäus und Jakobus. Schön euch zu sehen, Thaddäus, Simon und Judas. Was für ein langer, heißer Tag. Ich bin müde. Ich auch. Und meine Füße sind schmutzig von den staubigen Straßen. Ich würde wirklich gern ein Bad nehmen. Ich weiß. Lasst uns einen Diener holen, der uns die Füße wäscht. Gute Idee. Jesus, kennst du einen Diener, der sich um uns kümmern kann? Aber sicher. Hey, was tust du da? Ich wasche deine Füße. Hochheben bitte. Aber ich wollte nicht, dass du das tust. Ich wollte einen Diener dafür. Du bist so wichtig, so machtvoll. Du darfst nicht vor mir knien und meine Füße waschen. Bitte, Petrus, es ist gut. Ich möchte das tun. Und mir auch? Dir auch. Darf ich? Und so war Jesus selbst ihnen zu Diensten, ihr Herr und Lehrer, und wusch ihnen allen die Füße, bis sie völlig sauber waren. Obgleich ich euer Herr bin, bin ich auch euer Diener. Ich will auf euch achten. Und ich will, dass ihr auch auf andere achtet. Nun hört mir zu. Ich habe euch etwas sehr Wichtiges zu sagen. Einer von euch wird mir etwas Schlimmes antun. Einer von euch wird meine Liebe und mein Vertrauen verraten. Wer? Wer ist es? Könnte ich es sein? Oder ich? Das verstehe ich nicht. Könnte ich? Vielleicht ich? Oder du? Oder? Fahre fort, Judas. Tu, was du im Begriff bist zu tun. Zuerst will ich danken. Wir danken dir, Gott und Vater, dass du uns Brot zu essen und Wein zu trinken gegeben hast. Wann immer ihr dieses Brot esst und diesen Wein trinkt, möchte ich, dass ihr euch meiner erinnert. Die Jünger verstanden noch nicht, was Jesus sagte und warum Judas fortgelaufen war. Sie waren verwirrt. Aber sie hörten weiter zu. Dies ist das letzte Abendmahl, das ich mit euch teilen werde. Ich werde bald gehen müssen, aber habt keine Sorge. Wir sehen einander wieder, ich verspreche es. Und ihr sollt euch daran erinnern, einander so zu lieben, wie ich euch liebe. Aber wir wollen nicht, dass du fortgehst. Wir wollen, dass du bei uns bleibst. Für immer. Musst du wirklich gehen? Ja. Aber denkt immer daran. Ich werde zurückkehren. Bald sind wir wieder vereint. Will dir jemand etwas antun? Wenn ja, dann helfen wir dir, nicht wahr? Meine lieben Freunde, heute Nacht werdet ihr euch fürchten, aber es wird alles gut werden. Aber nun will ich hinausgehen und beten. Möchte mich jemand begleiten? Ich will. Ich auch. Ich auch. Du kannst auf mich zählen, Jesus. Ich bin an deiner Seite. Also gut, dann folgt mir. Und so führte Jesus 11 seiner Jünger hinaus. Es war eine schöne, sternenklare Nacht. Sie gingen und gingen, bis sie zu einem Berg, dem Ölberg, kamen. Es war spät und die Jünger wurden müde. Ich möchte einige Minuten alleine sein.
Ihr wartet hier und passt auf, nicht wahr? Natürlich tun wir das. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Ja, das ist wahr. Du kannst auf uns zählen. Bin ich müde. Ich auch. Ich weiß. Lasst uns gegen den Baum gelehnt ein wenig ruhen. Lieber Vater, ich weiß, du liebst und du behütest mich. Aber manchmal habe ich Angst vor dem, was geschehen wird. Bitte hilf mir, stark zu sein für das, was ich für dich tun soll. Hab Dank. Amen. Aber unterdessen in der Stadt Jerusalem. Wo ist er denn nun? Folgt mir. Petrus, Johannes, wo seid ihr alle? Sie schlafen. Was? Oh, du bist es. Wo bin ich? Was ist denn los? Ist schon gut. Zeit aufzuwachen. Ha? Was geht hier vor? Hallo, Jesus. Kommt, wir müssen ihn beschützen. Es ist gut. Ich muss gehen. Lass dein Schwert stecken. Dies ist mein Auftrag von Gott. Die Soldaten, die Jesus fortbrachten, befolgten den Befehl des Pontius Pilatus und behandelten Jesus wie einen Gesetzesbrecher. All dies geschah, weil einige Menschen nicht glaubten, dass er Gottes Sohn war. Und so geschah es, dass Jesus am Kreuze starb, einen Dieb zu jeder Seite. Die Jünger waren sehr, sehr traurig. Sie hatten ihren Herrn verloren, aber bald sollten sie eine große Überraschung erleben. Einige der Jünger nahmen Jesus Leichnam, um ihn zu versorgen. Sie brachten ihn in eine Höhle, um ihn zu bestatten, wie es in diesen Tagen üblich war. Dann rollten sie einen großen Felsen vor den Eingang der Höhle, damit niemand sonst hineingelangen konnte. Und zum Schluss stellten sie noch Wachen vor der Höhle auf. 2 volle Tage und Nächte vergingen. Und dann, am 3. Morgen... Hörst du das auch? Ja, was ist das? Hey, was geht denn hier vor? Wieso bewegt sich dieser Stein ganz von alleine? Schau! Zu diesem Zeitpunkt waren einige Freunde von Jesus auf dem Weg, die Höhle zu besuchen. Wir haben alles, was wir brauchen, oder? Duftöle, Gewürze. Ich denke schon. Jetzt müssen wir nur noch mit den Wachen sprechen. Ich hoffe, sie werden uns nicht aufhalten. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Warum laufen Sie denn weg? Wundere dich nicht. Jesus ist nicht hier.
Er ist vom Tode auferstanden. Er ist wieder am Leben. Geh und bring deinen Freunden die frohe Botschaft. Jesus lebt! Wir müssen es den anderen sagen. Oh, welch frohe Botschaft! Petrus, Johannes, Engel! Es ist unglaublich! Er lebt! Jesus ist wieder am Leben! Ein Engel ist erschienen und hat mir die frohe Nachricht gebracht! Ich kann es nicht glauben! Was für ein Wunder! Unfassbar! Vom Tode auferstanden! Preiset den Herrn! Das muss ich selbst sehen! Es ist so schön, dich zu sehen. Ich habe großartige Neuigkeiten. Jesus ist auferstanden. Er lebt. Ich weiß, dass du sehr getrauert hast, Maria. Du solltest dich ausruhen. Nein, wirklich. Alles, was ich sage, ist wahr. Danke für die Nachricht. Das ist wirklich großartig. Warum gehst du jetzt nicht nach Hause? Glaub mir, es ist wahr. Oh, Thomas, wir sehen uns später. Das müsste ich schon mit eigenen Augen sehen, um es glauben zu können. Aber es wäre großartig, in dieses Haus zu gehen und das geliebte Gesicht meines Lehrers wiederzusehen. Ich sehe es beinahe vor mir. Wie Jesus hier stünde und mich anlächelte. Jesus? Jesus! Bist du es? Nun, da Jesus tot ist, können wir ebenso gut fischen. Ist das Netz fertig? Aha. Komm, Johannes. In Ordnung. Und eins und zwei und drei. Also gut, holen wir es wieder ein. Ah! Zieht, zieht, zieht! Oh nein, nicht schon wieder. Wir haben nicht das Geringste gefangen. Versuchen wir es einfach nochmal. Und eins und zwei
und... Seht, wer ist das da drüben? Werft euer Netz auf die andere Seite des Bootes. Was soll das jetzt bedeuten? Außerdem haben wir das schon versucht. Das haben wir schon versucht! Versucht es noch einmal! Warum sollten nur auf der anderen Seite des Bootes Fische sein? Nun, ich denke, ein Versuch schadet nichts. Kommt! Eins, zwei, drei! Oh! Wow! Ja! Zieht! Zieht! Seht euch nur all die Fische an! Seht euch das an! Aber wie kann das sein? Woher wusste er das? Wer ist der Mann? Es ist wie ein Wunder. Ein Wunder? Jesus? Er ist es! Was für ein Wunder! Er ist es! Jesus! Schnell alle zusammen, schnell! Holt die Netze ein und lasst uns rudern. Du bist zurück. Ich kann es kaum glauben, du bist zurück. Ja, Petrus, aber nur für eine Weile. Denn ich werde bald wieder zu meinem Vater im Himmel zurückkehren. Du verlässt uns wieder? Du bist gerade erst zurück. Wir wollen, dass du bleibst. Seid nicht traurig. Ihr solltet euch freuen. Seid fröhlich. Fröhlich? Wie können wir fröhlich sein, wenn du uns wieder verlassen wirst? Weil ich gestorben bin, um die Sünden der Menschen auf mich zu nehmen. Du meinst, du bist für uns gestorben? Aber weshalb? Weil ich euch alle liebe. Was sollen wir für dich tun? Gott möchte, dass ihr bei allem, was ihr tut, bei ihm seid. Und das seid ihr, indem ihr alle Menschen liebt, so wie ich euch liebe. Ich bereite euch einen Platz im Himmel. Berichtet allen Menschen von mir und meinen Lehren. Und vergesst niemals, dass ich immer bei euch bin. Wir werden dich niemals vergessen. Wir werden aller Welt von deiner Liebe berichten. Und die Jünger vergaßen niemals. Sie reisten durch Dörfer und Städte in vielen Teilen der Welt und berichteten den Menschen von Jesus und den großartigen Dingen, die er vollbracht hatte. Vor langer Zeit bereiste Jesus das Land und lehrte die Menschen, gut zueinander zu sein und Gott zu lieben. Viele Menschen hörten ihm zu und lernten aus seinen Geschichten. Aber einige verstanden ihn nicht und hatten Fragen. Hey, ich hab da noch eine Frage. Jesus, deine Geschichte. Wie hast du das gemeint? Was tust du, Jesus? Du sitzt bei Sündern. Wie kannst du ein Lehrer sein, von Gott gesandt, wenn du zu Steuereintreibern sprichst? Diese Männer nehmen unser Geld und geben es dem Kaiser. Wir haben gehört, du isst sogar mit diesen Männern. Sie haben Gott den Rücken gekehrt. Ich bin sicher, Gott will nichts mit ihnen zu tun haben. Warum du? Alle Menschen sind etwas Besonderes für Gott. Lasst mich euch eine Geschichte erzählen. Es war einmal ein Hirte mit 100 Schafen. Aber er verlor eines von ihnen. Jesus erzählte davon, dass der Hirte alle seine Schafe sicher wissen wollte. Er suchte und suchte. Bis er es fand. Der Hirte veranstaltete eine große Feier, weil er das verlorene Schaf wiedergefunden hatte. Aber Jesus, der Hirte, hat nur seine Arbeit gemacht. Es herrscht mehr Freude im Himmel über einen, der verloren ging und wiedergefunden wird, der sein Leben für Gott verändert, als über 99 Menschen, die sich nicht ändern müssen. Jesus erzählte ihnen von einer Frau, die 10 Silbermünzen hatte, aber eine davon verlor sie. Als die Frau merkte, dass sie die eine Münze verloren hatte, war sie sehr ärgerlich. Ha, 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 ha.
Sie verbrachte die ganze Nacht damit, nach der verlorenen Münze zu suchen. Dann lud sie ihre Freunde zu einer Feier ein, weil sie gefunden hatte, was ihr abhanden gekommen war. Und so fühlt Gott es mit den Menschen. Im Himmel singen die Engel, wann immer eine Person sagt, er oder sie glaubt an Gott und will ein besseres Leben führen. Aber Jesus, in deinen Geschichten haben der Hirte und die Frau sehr wertvolle Dinge verloren. Und alle Sünder, besonders Steuereintreiber, sind wertlose, schlechte Menschen. Hört eine weitere Geschichte. Eine Geschichte von Vergebung und Liebe. Es war einmal ein Mann, der sowohl ein wohlhabender Bauer als auch ein liebender Vater war. Der Vater versuchte den Söhnen beizubringen, wie man sich um seine Sachen kümmert. Dankeschön, Ruben. Aber wo ist dein Bruder? Ach, Benjamin. Obgleich seine Söhne sehr unterschiedlich waren, liebte er jeden von ihnen genauso sehr wie den anderen. Der Vater hoffte, sie würden zu hart arbeitenden Bauern heranwachsen. Aber als der jüngere Sohn älter wurde, träumte er von fernen Orten. Er wollte nicht auf seines Vaters Hof bleiben. Der Sohn beschloss, sein Zuhause gleich am folgenden Tag zu verlassen. Vater, letzte Nacht hatte ich einen wunderbaren Traum. Tatsächlich? Was für eine Art? Ich ritt das beste Pferd der ganzen Stadt. Oh, es ist schön, eine Stadt zu besuchen, aber... Alle sahen mich an, weil ich gut aussah, klug und reich war. Ja, das alles bist du. Vater, das Leben auf dem Hof ist gut für dich. Du bist ein Bauer, aber es ist nichts für mich. Es gibt so vieles, was ich tun will. Und Orte, die ich sehen will. Oh, du willst uns wirklich verlassen? Ja. Du hast meinem Bruder und mir immer ein Erbe versprochen. Geld für uns. Aber das ist für deine Zukunft. Oh, bitte, Vater. Ich möchte mein Geld jetzt haben. Ich will noch heute in die Welt hinausgehen. Aber der Vater wollte nicht, dass sein Sohn ging. Es versetzte ihm einen harten Schlag. Ich danke dir, Vater. Ich bin reich. Hey,
Das ist nicht fair. Benjamin kann nicht das Geld nehmen und einfach so gehen. Wenn es das ist, was er will, soll er es tun. Sorge dich nicht um den Hofvater. Ruben wird hier sein. Aber ich sorge mich um dich. Ich werde dich vermissen, mein Sohn. Es wird mir gut gehen. Ich werde die Welt erkunden. Winke deinem Bruder zum Abschied, Ruben. Der Vater konnte nur hoffen, er würde seinen Sohn eines Tages wiedersehen. Ah, keine schmutzigen Hände mehr, keine Rückenschmerzen und keine Arbeit mehr. Ist das nicht herrlich? Eine milde Gabe. Der Sohn war das erste Mal draußen in der Welt und er wollte alles kaufen, was er sah. Meinst du, jetzt fehlt nur noch, dass man mich auf einem prächtigen Pferd reiten sieht? "37, 38, 39, 40" Sie haben das beste Pferd in meinem Stall gekauft. Nun, ich verdiene auch das Beste, wissen Sie? Brauchen Sie Ihr Maultier noch? Nein. Es erinnert mich an den Hof meines Vaters. Ach. Keins meiner Pferde ist 40 Münzen wert. Mensch, dieses Maultier ist das Doppelte wert. Diesen Narren interessiert es nicht, wie er sein Geld los wird. Da sehe ich noch etwas zum Kaufen. Der Preis interessiert mich nicht. Ach, ich will, dass man mich heute durch die Stadt reiten sieht. Pferdchen! Vater, ich habe all unsere Tiere aufgelistet. Oh, danke, Ruben, das war viel Arbeit. Ach, ich habe gerade an deinen Bruder gedacht. Sicher vermisst du ihn genauso wie ich. Der Sohn gab immer noch Geld aus. Er hatte seine Lektion noch nicht gelernt. Es tut mir leid, aber Sie müssen gehen. Es warten Kunden auf mich. Oh, ich bitte um Verzeihung, Sir. Wie wär's mit einem großen, weichen Kissen? Der Junge dachte noch immer nur an sich selbst. Ahem,
Meine Damen und Herren, zur Erheiterung während des Essens, Bera und sein lustiger Affe. Ich muss diesen lustigen Affen haben. Entschuldigung, Sir, aber Sie sind seit einer Woche hier. Bezahlen Sie Ihre Rechnung? Ah, oh, Sie wollen also Geld. Oh, oh. Raus! Raus aus meinem Wirtshaus! Oh. Das behalte ich für die Rechnung! Nun war Benjamin alleine und sehr hungrig. Was mache ich jetzt bloß? Zum ersten Mal in seinem Leben musste der Sohn um Essen betteln. Nein, kein Gratisessen. Der Junge war so hungrig, er musste Arbeit finden, egal welche. Aber die einzige Arbeit, die er finden konnte, war die schlimmstmögliche. Also sowas. Ihr fresst wirklich wie die, naja, Schweine. Ich habe solchen Hunger. Danke, kleines Schwein. Ich habe mich so närrisch benommen. Ein Schweinestall ist schön, wenn man ein Schwein ist. Aber es ist nichts für mich. Auf dem Hof meines Vaters hat jeder, sogar die Aushilfen, einen Platz zum Schlafen und genug zu essen. Das ist es. Ich werde heimgehen. Vater wird mich nicht mehr zum Sohn haben wollen. Nicht so, wie ich ihn behandelt habe. Aber alles ist besser als das hier. Hey, vielleicht gibt er mir Arbeit auf dem Hof. So etwas wird mir garantiert niemals wieder passieren. So beschloss der Sohn, nach Hause zu gehen und hoffte, sein Vater würde ihn nicht fortschicken. Gott sei Dank, er ist zurück. Sir, Ihr Sohn kommt nach Hause. Benjamin! Mein Sohn ist zurück! Mein Bruder ist zurück. Ah, das war keine gute Idee. Mein Vater wird sicher nicht mal mit mir reden wollen. Oh oh, zu spät. Ob er sehr wütend auf mich ist? Vater, es tut mir alles so leid und ich will dich nur um Arbeit auf dem Feld bitten. Man sollte mich nicht einmal mehr deinen Sohn nennen. Willkommen, oh willkommen daheim. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Was? Lasst uns alle feiern. Vater, ich verstehe dich nicht.
Sorgt für Essen, reichlich Essen und holt Musikanten her. Mein Sohn ist wieder heimgekehrt. Aber der ältere Bruder war eifersüchtig auf Benjamin. Ah, geh mir aus dem Weg! Sag mir, hängt das Schild richtig? Nein, es ist falsch. Es ist alles völlig falsch. Der Vater hieß seinen verlorenen Sohn zu Hause willkommen. Und dem Sohn wurde klar, wie sehr sein Vater ihn liebte. Spent my money, lost my way. Left my house when I had it made. Just a slave to a broken heart till I found my father's open arms. Feels so good to be home again. No more roaming the world like the wind. I won't go back to where I've been. Feels so good to be home again. Feels so good to be home again. My boy is back, yes it's true. Set the table, prepare the food. Watch me dance, lest this day. So good to know he's home to stay. My lost son is home again. No more roaming the world like the wind. I don't care where he's been. My lost son is here again. My lost son is home again. I never thought my father would welcome back a boy like me. Now I can hardly believe the celebration feast. My lost son is home again. No more roaming the world like the wind. I don't care where he's been. My lost son is home again. Feels so good to be home again. No more roaming the world like the wind. I won't go back to where I've been. Feels so good to be home again. My lost son is home again. Wo ist Ruben? Wir können nicht ohne ihn feiern. Du versäumst Benjamins Feier. Ich hab keine Lust. Es ist nicht fair. Vater, ich bin zu Hause geblieben und habe dir geholfen, aber für mich hast du nie ein Fest gegeben. Aber sobald mein fauler Bruder wieder heimspaziert, bekommt er eine Feier. Mein Sohn, wann immer du ein Fest willst, wirst du es bekommen. Hä? Ich liebe dich von ganzem Herzen, aber heute ist ein besonderer Tag. Dein Bruder ist wieder zurück. Wie der Baum, den wir gepflanzt haben, als ihr beide klein wart. Im Winter ist er kahl und leer, man könnte meinen, er sei tot. Aber im Frühling erwacht er zu neuem Leben. Ich bin glücklich, denn ich hielt meinen Sohn für tot. Doch er lebt und jetzt ist er wieder sicher bei uns. Los, komm und feiere mit mir. Hilfe!
Ich war ein gedankenloser Bruder. Kannst du mir jemals vergeben? Willkommen zu Hause, Bruder. Der Vater ist wie Gott. Er ist voller Freude und Vergebung, wenn sich jemand entschließt, ihm zu folgen. Was auch immer wir getan haben, wer auch immer wir sind, Gott wird uns immer lieben. Das überzeugt uns nicht. Gott vergibt auch den Pharisäern. Alle anderen hörten aufmerksam zu, als Jesus noch mehr Geschichten erzählte, und sie lernten, wie wertvoll jedes Kind, jeder Mann und jede Frau für Gott ist.